Hallo Freunde, schöner Taschenmesser. Heute schauen wir uns ein Messer an. Das hat mich von der ersten Sekunde sofort begeistert. Und das ist was ganz Tolles von Guy Pochetti. Ich hoffe, ich spreche es richtig raus. Pochetti. Ich weiß es nicht. Ein krasser Messermacher, der hier ein Messer abgeliefert hat. Das finde ich einfach nur Spitzenklasse. Ne? Vielleicht kennt ihr das. Ihr nehmt ein Messer aus einer Tasche raus, nehmt es in die Hand und gleich von der ersten Sekunde ab denkt ihr nur noch, wow, Hammer. Und zwar nicht nur von der Optik und vom Aussehen her, sondern auch, wenn ihr es dann in der Hand habt und naja, dass ihr das Gefühl habt, das hat der Messermacher für meine Hand gemacht, für mich. Das ist absolut ein Traumtaschenmesser. Auch die Kombination hier von diesem Stonewash, Black Stonewash Klinge zu diesem dunklen, naja, was ist das, ein Wurzelholz, ne? Mit ganz viel kräftiger, dunkler Maserung drin. Schön dieser Titan-Glip drauf, drunter die Titan-Liner-Lock und Platine. Hier hinten, das sieht dann nochmal aus wie ein, entweder ein G10 oder ein Carbon-Backspacer. Einfach nur traumhaft vom Guy, dieses Messer mit Frontflipper, ne? Irre. Und der absolute Brecher ist, das Ding läuft so fein aus, das ist wie eine Rasierklinge da vorne. Das geht durch Schnittgut wie ein Laserschwert. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt messen kann mit der Schieblehre, ob ich das greifen kann, ob ich da weiß, wo da die Schneide aufhört. Das ist also wirklich eine. Das ist gar nicht da vorne zu greifen, das ist ganz vorne an der Spitze. Ne? Ja, das sind 0,3 mm. 0,3 mm, also super fein. Läuft das aus und ist sehr scharf. Schöne bauchige Klinge, gefällt mir auch gut, kann man richtig schön mitschneiden. Und dass auch dieser Griff richtig Volumen hat, ne? Das Messer hat ein ordentlicher Durchmesser. Dadurch liegt das saugut in der Hand. Hier noch schön dieses feine Chimping mit dieser Rampe hier. Dann die Swatch, die hier einmal komplett über den Klingenrücken geht. Also ich muss sagen, das ist so von den Custom-Messer, die ich so in letzter Zeit gehabt habe. Also das Video nehme ich hier 2020 auf. Das ist eins der schönsten Gentleman-Taschenmesser, das ich 2020 in den Händen hielt. Von Guy Pochetti. Irres Teil. Richtig toll. Richtig schön gemacht. Hat ein richtig cooles Logo hier so. Das ist ein Stier. Muss ich erstmal rausfinden, was für ein Messermacher das war. Habe ich noch nie gesehen. Richtig toll. Geile Qualität. Schönes Design. Cool. Stahl ist, glaube ich, RWL. Ich werde es oben reinschreiben. RWL 34. Frontflipper. Dadurch hast du natürlich schön im offenen Zustand und im geschlossenen. Steht nicht so viel ab. Ne? Du hast hier keine Daumenpins oder einen Flipper oder sowas. Wirkt sehr, sehr aufgeräumt. Schön. Greift auch gut hier das Chimping hier. Ne? Ganz fein. Dieses tolle dunkle Holz mit der Maserung, ne? Da müssen wir vielleicht noch mal mit einem Ballistol-Läppchen drüber gehen, dann würde das richtig glänzen. Irre, auch schön hier die Schrauben, dann schwarz hier drin. Wahnsinn. Ein absolutes Sahne-Stückchen, ne? Und auch hier noch der Sandwich-Aufbau des Holzgriffs, ne? Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera überhaupt erkennen kann, ne? Die sind zwei Teile. Wir haben hier so ein gleichen Material wie der Backspacer. Ob das jetzt ich würde fast sagen, das ist ein Carbon, ne? Ist nicht so. Es hat auf jeden Fall mehrere Layer. Könnte aber auch ein G10 sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde fast auf Carbon tippen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Wir haben hier unter dem Holz
noch eine ganz feine schwarze Schicht, ebenfalls nochmal aus diesem Material. Und ich denke mal, ja, das ist Carbon. Nochmal einen hauchdünnen Carbon-Layer über den Titanplatinen, gefolgt vom Holz. Also, dass man sieht, weil das Holz sehr dunkel ist, ne? Wir haben ja nochmal einen schwarzen Rand zwischen dunkelbraunem Holz und silbernem Titan. Irre. Absolutes Sahnestückchen, dieses Taschenmesser. Gefällt mir super. Eins der schönsten Taschenmesser für mich 2020. Okay, Freunde, meine Stimme versagt. Wir machen Feierabend. Ah, das legen wir nicht dazu. Da brauchen wir was Schönes auf dem Tisch. Da brauchen wir noch was Schönes. Genau, da haben wir noch ein Romain Mignon Prototyp. Ja, die Verwandtschaft aus Amerika dazu. Ja. Was für ein schönes Taschenmesser. Okay, Freunde. Schreibt mal drunter, wie euch das gefallen hat von Guy Pochetti. Ein Traumtaschenmesser. Richtig toll. Okay, genug gelobt. Feierabend für heute. Ich sage danke fürs Reinsehen, Bewerten und Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.